Hi, ich bin Nathalie und heute gibt es bei Place to Be Stars and Stories von und mit Dwayne The Rock Johnson, Leni und Heidi Klum, Shireen David und vielen, vielen mehr. Schauspieler Dwayne The Rock Johnson wird von seiner kleinen Tochter Tiana bettfertig gemacht. Eigentlich ist The Rock sowas eher von seiner Frau gewöhnt, wie er in dem Instagram-Post schreibt. Seine kleine, zweijährige Tochter setzt ihrem Vater eine Schlafmaske auf und sagt, dass sie erstmal seine Muskeln putzen muss, bevor er ready zum Schlafen gehen ist. There's the germies. Usually I like mommy to clean my muscles. Nach Puzzeln und Malen kommt der neue Lockdown-Trend, Hula-Hoop tanzen. Wo man auf Social Media auch hinschaut, alle schwingen die Hüften. Modelvater Hasanovic hat ordentlich Spaß mit ihrem neuen Hobby. Auch Model Anna Wilken hat sich einen neuen Reifen zugelegt. YouTuberin Ishta Isik und ihr Verlobter Tommy haben noch nicht ganz so den richtigen Platz dafür in ihrer Wohnung gefunden. Das ist echt ein cooles Training so für zwischendurch, wenn man halt nicht so richtig Lust hat auf so ein krasses Workout, aber trotzdem sich so ein bisschen bewegen kann, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und von Influencerin Diana zur Löwen gibt es Tipps für gute Laune und Bauchmuskeln. In unseren Insights geht es dieses Mal um Stars, die sich etwas Urlaub gönnen. Modelmama Heidi und Tochter Leni reisten vor kurzem nach L.A. Für die Feiertage und den Jahreswechsel flog Heidi zusammen mit Ehemann Tom und ihren Kindern zurück nach Amerika. Dort verbrachten alle zusammen ein paar ruhige Tage am Meer. Mittlerweile sind sie aber wieder in Berlin. Schauspielerin Bella Thorne erfüllt sich mit ihrer aktuellen Reise einen Lebenstraum. Mit diesem Foto kurz vor Silvester sorgte die US-Amerikanerin für viel Aufregung. Der ehemalige Disney-Star verbrachte den Start ins neue Jahr mit seinem gesamten Team und seiner Familie im Urlaub in Tulum. Der einzige, der nicht mit konnte, war Bellas Bruder Remy Thorne, weil er seinen Pass verloren hatte. Sie rechtfertigte die Reise, indem sie schrieb: "Ich durfte mit meiner ganzen Familie und meinem Team nach Mexiko fliegen, was schon mein ganzes Leben lang ein Traum von mir war. Ich bin so verdammt dankbar. PS, ja, jeder wurde auf dieser Reise mehrfach auf Covid getestet." Familienurlaub ist auch bei der Frontfrau der Pussycat Dolls angesagt. Nicole Scherzinger genießt gerade die Zeit in der Karibik. Mit dabei ist ihr Freund Tom Evans und ihre Stiefschwester inklusive ihrer Familie. Eine Abenteuerreise nach Hawaii sorgt bei den Biebers für Abwechslung. Popstar Justin Bieber machte mit Ehefrau Hailey Bieber vergangene Woche einen Kurztrip nach Honolulu. Die beiden besuchten Haileys beste Freundin und ihren Mann, um deren neugeborenes Baby zu sehen. Zeit zum Entspannen, Schnorcheln und Malen gab es natürlich auch. Auch die Victoria's Secret Models betreiben Social Distancing auf ihre eigene Art. Vor wenigen Tagen konnte man dieselben Fotos auf den Social Media Accounts vieler Victoria's Secret Angels sehen. Mit dabei unter anderem Josephine Scriber, Sarah Sampaio, Jasmine Tokes oder Isabel Goulart. Grund dafür, alle gönnten sich zusammen etwas Erholung auf einer riesigen Yacht vor der Karibikinsel St. Barth. You gave me a shoulder when I needed it. Folgende deutsche Musikerin hat es ebenfalls geschafft, dem Lockdown zu entkommen. Shireen David versorgt ihre Fans mit heißen Bildern aus Andalusien. Auch ihre Schwester Patti Valpatti ließ sich die Chance auf Urlaub nicht entgehen. Und Influencerin Farina Opoku plagt bei den ganzen Urlaubsfotos das Fernweh. Sie stieß auf ihrem Instagram-Kanal eine Diskussion an und wollte wissen, was ihre Community darüber denkt, dass Promis gerade verreisen. Für sie selbst kommt Urlaub während des Lockdowns nicht in Frage. Klar könnte ich jetzt heute verreisen, aber ich würde das keine Sekunde genießen, weil erstmal würde es sehr viel Hass schüren bei vielen Menschen. Und ich könnte gar nicht ruhigen Gewissens da am Strand chillen und wissen, dass viele zu Hause quasi eingesperrt. Außerdem will sie Solidarität zeigen und eine Vorbildfunktion übernehmen. Jedoch kann sie die nächste Reise kaum erwarten. Würde nur verreisen, wenn natürlich kein Lockdown ist in dem Sinne, wie es jetzt gerade ist. Wenn wirklich auch ein paar Lockerungen da sind, wie Restaurants und geöffnete Geschäfte. Einfach so ein kleines bisschen wieder normales Leben, mehr oder weniger. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo man hin verreist. Also ich will jetzt zu keinem Corona-Hotspot reisen, sondern mit meiner Mama weit auf die Malediven, wo wir wahrscheinlich auf der gesamten Reise weniger Menschen begegnen würden, als wenn wir jetzt von hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Ehrenfeld fahren würden. Auch in diesem Jahr gibt es unsere Kategorie Upcoming und heute erklärt uns die Influencerin Anna Paulina mit 164.000 Followern, was ihr Profil besonders macht und wie ihr Alltag so aussieht.
Hey, ich bin Anna, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Bayern. Genauer gesagt komme ich aus Regensburg. Ich mache Instagram schon etwas länger, aber seit circa 2 Jahren richtig aktiv, dass ich mich da richtig reinhänge. Und ich könnte gut davon leben. Ich studiere aber hauptberuflich, bin im 5. Semester und ich studiere Betriebswirtschaft und möchte es auch auf jeden Fall fertig machen. Ich bin ein absoluter Familienmensch und verbringe sehr viel Zeit in meiner Freizeit mit meiner Familie. Ich koche auch total gern, probiere neue Rezepte aus, da kann ich einfach super abschalten. Und ich mache auch total gern Sport, vor allem Yoga mache ich gern. Nach den Nachrichten, die ich bekomme, auf jeden Fall, dass ich die Leute so nah an meinem Leben mitnehme. Viele haben damals mitbekommen, wie ich von meinen Eltern weggezogen bin in die erste eigene Wohnung. Und jetzt vor ein paar Monaten der zweite Umzug und auch alle Höhen und Tiefen aus meinem Leben. Zum Beispiel auch, was mein Studium angeht, ist der Austausch mit den Leuten, die mir folgen und mir Nachrichten schreiben, extrem wichtig. Also ich gebe mir da ganz viel Mühe, immer zu antworten und auf alle Kommentare einzugehen und auch mal Kritik anzunehmen. In unserer Inspiration of the Week geht es um den aktuellen Hula-Hoop-Trend. An der 23-jährigen Devin Zimmer können sich viele Hula-Hoop-Anfänger ein Beispiel nehmen. Dass sie mit dem Reifen einiges drauf hat, ist unschwer auf Social Media zu erkennen. Trotzdem muss sie sich demütigenden Hater-Kommentaren stellen. Darauf antwortet sie ganz selbstbewusst mit Videos wie diesen. Wie sie zu diesem Sport kam und wie auch ihr zum Hula-Hoop-Profi werden könnt, hat sie uns exklusiv erzählt. Hey y'all, I'm Devin Zimmer, I'm 23 years old and I'm from San Antonio, Texas. I'm a professional hula hooper and I hula hoop full time. So when I started hula hooping, I had no idea where to start, nor did I know anything about it. So if I could go back in time and give myself a few tips, I would definitely start off with these. Number one, explore different hula hoopers. What style do you like? Are they slow and graceful? Are they super dancey and sassy? Are they super fast and tricksters? That kind of stuff will inspire you, inspire your flow. It'll get you to try new things. Another thing is to kind of explore hula hoops. What type of tubing do you want? Do you like the thinner, thicker tubing? How tall do you want your hoop to be? Bigger hoops will move slower, so they're good for weight loss and exercising. And I mean, smaller hoops are awesome for weight loss too. Practice in front of a mirror. That helped me tremendously. To get a playlist, play your favorite songs, dance around with it, see what you come up with, and kind of get in the groove. That's how you start developing a flow. 4, record yourself. If you're trying really hard to get a trick down, it's really hard to tell where the hoop is on your body that you're barely missing it. My last bit of advice would be to get involved with the community. There's so many hoopers out there and there's so many resources for you to learn tutorials or even just get inspiration from. And hooping is fun. It's all about having fun. It's all about dancing and letting loose. So have fun with it. Das war's von Place to Be Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories möchtet, dann folgt uns auf Instagram @placetobe.